Ja, genau, der. Wahrscheinlich hat er irgendwie mit den Knien gelenkt. Das passiert ja auch ab und zu mal. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, dann, wie gesagt, da haben wir Ende, haben wir Episode 2 fertig. Hallo Strangey. Starten wir mal mit Episode 3. Dann kriegst du jetzt auch mal etwas mehr von dem Spiel mit. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ihr, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose Sehr gut. Ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Die haben ja noch ein paar Seiten. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ich glaube nicht an solche Götter. Okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand er als ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Na, sowas. So, schauen wir mal weiter hier nach Sammelobjekten. Sieht aber erstmal relativ leer aus. Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Mhm. Sie sind in einer Folge von Dr. Who gelandet. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Hier wirft wohl jemand mit Booten. Vielleicht ein Bote Gottes. Randy Stocks. Jetzt ein Würstchen. Boah, ich hätte echt Bock auf einen Hotdog. Vielleicht morgen Nachmittag mal. Es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber... Die ist nicht obdachlos oder so. Na dann. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Du gehst halt hier. Hier scheint aber echt nichts zu sein, oder?
So ein großes Gebiet und keine versteckten Sachen. Bin fast enttäuscht. So, Humpelstilzchen, dann leg doch mal los. Achso, du bist schon vorgelaufen. Oh. Was? Weihnachtswagen. Okay. Das ist aber kein Schlitten. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Naja, dann machen wir es doch mal. Mr. Wake, ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry, sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Was? Es ist hinter Ihnen her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Was? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Der Mieb ist doch nicht übel. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran. Ich fühle es. Okay, dann bin ich nochmal gespannt. Da ist wohl jemand... Ich glaube, das ist jemand ein großer Fan. Irgendwas an witzigen Büchern? Farewell Sanity oder Insanity? Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Ah, jetzt haben wir hier Sammeldinger. Okay. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Sie ist hier, glaube ich, die robusteste Kasse der Welt. Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ah. Soll ich irgendwo einen, keine Ahnung, Sattelschlepper finden? Ich hätte mehr Geld für... Sie ist so verdammt gut. Ja, ich auch. Ich kenne das.
Ah, jetzt haben wir hier auch Seiten. Okay. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Jawohl. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Ich glaube, jetzt dürfen wir uns dann mal hier umsehen. So, hoffen wir das Beste. Vielleicht ist jetzt hier hinten noch irgendwas versteckt. Hm, leider nicht. Du hast echt null Kondition, Kollege. Ich bin gerade schon 6 Kilometer gelaufen. Hör auf zu meckern. Da hinten noch irgendwas? Nö, hier ist nicht allzu viel versteckt worden. Es scheint, da blinkt was. Ein Radio. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Was gibt's, Walt? Ich bin nicht wie Sie, aber tja, ich kann auch nicht schlafen. Ich habe ja aus dem Fenster gestarrt und versucht, das alles zu kapieren, aber ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Ja, Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ich habe davon gehört, Walt. Ja, aber wissen Sie, Danny ist mein bester Freund. Und ich durfte heute auf Kaution raus. Und jetzt sitze ich hier allein am Fenster und nun warte. Mann, heute liegt irgendwas in der Luft. Ja, ich war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt, und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht einen wirklich fertig, was? Ja, ist ganz schön warm. Mit dem Wetter ist nun mal nicht zu spaßen. Was ist... Achso, das ist aber nur Holz. Hat jemand mächtig Holz vor der Hütte? Mhm. Au. Da wäre noch eine Thermoskanne. So. Ja, wo wir da... Der Clickbait, genau. Direkt mal als Thumbnail einstellen. Was bist du denn? Ach so, der Pförtner-Typ. Oder der Parkwächter wahrscheinlich. Also gerne der Typ sich vorgestellt. Habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Habe ich hier gerade was blinken sehen?
Nee, habe ich mich wohl getäuscht. Okay, keine Seite da. So, Spaß beiseite. Ist das das Babyheulen aus Max Payne? Ja, es klingt, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, dann kannst du es die nächsten 6 Wochen ja mal genießen. Habt ihr denn irgendwie noch viel vor den Ferien gemacht oder habt das einigermaßen gemütlich ausklingen lassen? Die Lehrer, die ziehen das vorher nochmal ordentlich durch oder ziehen halt nochmal ein bisschen an vorher. Ich glaube, wir hatten damals auch meist gemütlich dann irgendwie Filme geguckt oder so, die mehr oder weniger zum Unterricht gepasst haben. Da glücklicherweise keiner drauf, mehr so wirklich drauf bestand, noch irgendwas an Lehrplan durchzuprügeln. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain. Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne! Auf Sie, machen Sie sonst nicht so schwer! Okay. Gut, dass er auch Bullet Time hat. Sehr praktisch. Ach so, naja, gut. Kann man halt auch mal machen. Er braucht schon Anwesenheitspflicht. Wert von minus 1. Das kann natürlich auch sein, ja. Müssen wir jetzt echt hier durchschleichen? Na, es kommt halt drauf an. Stehen bleiben! Nein. Wir haben den Verdächtigen gesichtet. Ich kann mich super verstecken. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Oh, hey, da drüben ist er. Stopp! Boah, das ist echt sehr ungünstig. Ich würde mich halt hier gerne umschauen und nach Seiten und so suchen. Geht halt schlecht, wenn ich jetzt hier diesen Dings entkommen muss. Aber ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht so viele Seiten rumliegen, weil ich habe halt keine Zeit zum Suchen, leider. Andererseits ist das ja alles nur optional. Da ist was. Es sind tatsächlich Seiten hier. Fuck. Ah, aber jetzt warten wir. Ich glaube, jetzt, wo wir der Polizei entkommen sind. Okay. Ich hoffe mal, das waren
Das gab es ja tatsächlich keine Seiten in den Gebieten. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. So, bin ich jetzt mal entkommen? Ups. Ich glaube, das ist durch, das Auto. Ah, vielleicht können wir uns da jetzt aber bedienen. Okay, ich glaube, die haben auch Spaß. Na ja, gut, okay. Ich glaube, da hinten dürfte ich nichts großartig sehen, aber man sieht das ja doch relativ weit mit den Seiten hier. Und wenn schon. Rose wusste nicht, wie die seltsame Alte in ihren Wohnwagen kam. Sie sah falsch aus. Die Frau zeigte bei ihrer Version eines Lächelns die Zähne und strich ihr mit einem Finger über die Wange. Hübsches Mädchen, sagte sie. Rose war, als würde sie einschlafen, aber ihre Knie knickten nicht ein. Die Alte flüsterte ihr ins Ohr. Worte, dunkel und kalt wie Eis. Na gut, suchen wir mal weiter. Da kamen wir her. Scheint aber auch nichts Interessantes zu sein. So, einmal rasten. Ja, mach dir mal. Ich bleib da mal hier oben. Ich hoffe, dass da keiner auf die Idee kommt. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns da dann von den Polizisten nachher Taschenlampe und Waffe holen. Nicht Andy. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Wenn aber ein Schriftsteller das hinkriegt, diese Viecher platt zu machen, wieso nicht ausgebildete Polizisten? Ist ja auch so ein bisschen komisch, ne? Ja, das nächste Auto, das sie zerlegt haben. Sheriff Breaker, hier ist Agent Nightingale. Ich habe den Kontakt zu den meisten Männern verloren. Wake steckt dahinter. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Haben Sie sich ihn mal angesehen? Er trägt ein Tweed-Jacket. Ende. Er ist der Kerl, den wir suchen. Wenn er es nicht war, wer dann? Bigfoot? Ende. Das weiß ich noch nicht. Aber ich tendiere nicht zu voreiligen Schlüssen. Das geht nämlich meistens nach hinten los.
Kapiert? Ende. Ja, wenn wir irgendwelche Monster umlegen können, die erst unverwundbar sind und erst verwundbar werden, während wir draufleuchten, ich glaube, dann können wir auch so ein paar Polizisten umhauen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Sowas wäre praktisch, aber ich glaube, der ist gleich weg, der Heli. Die Vögel! Vielleicht sind ja mittlerweile die Schatten auch auf meiner Seite. Die helfen jetzt gegen die Polizei. Na, ich sehe es kommen. Wir müssen wahrscheinlich zu der Absturzstelle hin. Oh, Waldbrand. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, können wir mal kurz verschnaufen, scheinbar. Geht's wohl weiter? Komm, da oben ist doch bestimmt entweder eine Seite oder eine Thermoskanne. Oder Munition. Ah ja, ist er? Beide betrunken. Höchstwahrscheinlich. So, schauen wir uns mal um. Ach, wir können tatsächlich umschauen. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Okay, da haben wir aber noch ein ganz schönes Stück vor uns, glaube ich. Was haben wir jetzt hier an Aussicht? Hallo Sorg, vielen Dank für den Raid. Die Sorgenkinder. Bist du durch mit Bioshock? Aber das heißt, ich muss tatsächlich auch hier die Anzeigen mal wieder einstellen. Läuft hier alles wieder nichts rum mit diesen verdammten Plugins. Sehr schön. So, Alertbox. Eigenschaften. Quelle. Zack. Dann sollte das jetzt auch mal wieder laufen. Hoffentlich. Ein Speedrun, ja.
Alles klar, ja, wie gesagt, danke fürs Reinschaufeln und herzlich willkommen. Macht's gut oder mach's gut, je nachdem, wer noch bleibt. Glaube ich, Bioshock war, glaube ich, damals auch eins meiner ersten aufgenommenen Stream-Projekte. Auch schon lange, lange her. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Alles klar. Schauen wir mal. So, hallo Chloe. Ja. Nee, ich hab tatsächlich halt mit Infinite angefangen. Da das ja zeitlich vor den anderen beiden Teilen spielt. Und dann haben wir es aber tatsächlich alle durchgezogen. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ja, die sind auch echt richtig gut geworden. Das stimmt. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass halt Teil 2 auf leicht wirklich sehr leicht war. Also da bin ich tatsächlich ohne Probleme durchgekommen. Teil 1 war dann noch ganz okay. Aber ich glaube, da hatte ich auch eine etwas schwierigere Schwierigkeit eingestellt gehabt. Bioshock ist nicht von Bethesda, soweit ich weiß. Mir fällt zwar der Entwickler nicht ein. Ich meine, Bethesda selber, die haben ja eigentlich nur die Elder Scrolls-Teile und jetzt die Fallout-Franchise übernommen. Ich glaube sonst, und die haben die nicht viel an eigenen IPs. Ja, das kann auch sein. Fallout ist erst ab dem dritten Teil von denen. Fallout 1 und 2 war dann noch von Black Isle Studios. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Haben ja auch viele gesagt, dass sie das irgendwie treten. Sehr gut. Hey, du Generator, funktionier! Ja, dass sie es halt so ein bisschen kaputt gebastelt haben und halt auch nicht so wirklich auf die Original-Lore achten. Da gibt es zum Beispiel jetzt halt einige Widersprüche, die halt jetzt mit Fallout 1 und 2 stehen. Also gerade mit Fallout 4 und Fallout 76. Da kann ich den Herrn Landsquid Birdrider empfehlen. Der hat da eine ganze Menge Videos zugemacht. Auch was jetzt alles nicht mehr stimmt und eine Menge Lore-Videos und so. Da bin ich halt auch, also darüber bin ich halt auch auf ihn gestoßen. Ja, Bethesda hat, glaube ich, mittlerweile so ihren Status von wegen, ja, uns wird alles erlaubt, ein bisschen überspannt. Wie viele? Also irgendwie war das für einige Entwickler kein gutes Jahr. Bioshock ja jetzt auch, also die Entwickler Bioshock. Keine kleine Taschenlampe brennen. Ja, wie gesagt, die Engine ist halt Müll. Das ist halt auch leider. Aber die sind halt zu faul, oder was heißt zu faul? Ich meine, klar, das wirft halt dann die Entwicklung auch nochmal sehr, sehr weit zurück, wenn die jetzt halt noch eine neue Engine machen würden. Aber es ist halt echt an der Zeit, die Gamebryo Engine, beziehungsweise Creation Engine, wie es ja mittlerweile heißt, kannst halt in die Tonne treten. Also ist mir bei Fallout 4 damals schon negativ aufgefallen.
So, kaputt geleuchtet. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Hat aber, glaube ich, damals auf meinem Rechner auch ziemlich geruckelt. Ich glaube, das hatte ich damals mit einem Kommiliton zusammen, ich weiß nicht, durchgespielt, aber doch relativ weit mal gespielt. Hey. Da haben wir uns ein paar Bier geholt, haben uns hingesetzt. Ich brauche einen Moment, um die Blendgranaten zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. So, jetzt gehen auch die Einblendungen. Ja, danke, Evil, fürs Hosten. Und auch ein herzliches Willkommen. So, nee, also wir hatten uns da bei dann halt hingesetzt, ein paar Bierchen geholt und bei jedem Tod haben wir dann den Spieler gewechselt. Das war auch ganz witzig. Ja. Dankeschön. Wollt ihr alle jetzt mal im Dings vorkommen? In den Einblendungen. Ah, stimmt. Oh, ich muss mir jetzt die Steuerung mal wieder gewöhnen. Ich habe ja so ein bisschen Befürchtung, dass mir gleich die Blendgranaten ausgehen werden. Ja, du willst das. Wir sind ja nicht mehr auf YouTube. Da wird nicht 10-mal gegrüßt. Obwohl, da habe ich es ja auch nicht gemacht. Ja, das, wie gesagt, das Aufmerksamkeitsgebettel da war da halt doch deutlich schlimmer gewesen. Von daher muss ich sagen, bin ich eigentlich mit der aktuellen Situation dann jetzt doch ganz zufrieden. Auf Twitch streamen, das Ganze wieder hochladen und dann ist gut. Oh, da ist ja noch jemand. Hi. Wir haben hier ein wenig Ruhe. So, und neue Blendgranaten, alles klar. Ist hier die gehobene Klasse. Ja, irgendwie schon. Nicht ganz so kindisch. Eine Seite. Aua. Hey! Mach doch nicht sowas, Kinders. Ich mir die Sachen hier schon geholt. Ja. Oh, wir haben das Radio noch nicht gehört. Ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat. Wirklich. Das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Okay, dann mach doch mal. Ich schau mal gerade. Ne, von hier kam ich ja, oder? Ja. Oh, da hat jemand, glaube ich, sein letztes Hemd liegen lassen.
Stimmt, Batterien wären auch nicht verkehrt. So, dann auf ein neues. Ja, ja. Hier, fress Blendgranate. Was meinst du ohne Taschen? Achso, das letzte Hemd, ja, genau. Ja, stimmt, das könnte tatsächlich hinkommen. So. Sei doch mal nicht so unfit, Kollege. Wo ich das vor dem Laufen ja ehrlich gesagt auch war. Aua. Ich glaube, dann soll ich mich da oben ein bisschen fernhalten. Vielleicht auch noch ein bisschen blenden sollen, um sie aufzuhalten. Wo die Blendgranaten echt Wunder wirken. Muss ich ja sagen. Die sind schon nicht schlecht. Ah. Hier gibt es wieder Goodies. Sehr schön. Aber wahrscheinlich auch wieder Gegners. Jo. Polizeiwagen. Also langsam gehen hier die Granaten ein wenig aus. Da weiter, okay. Dann hier rüber. Oder? Oder hier, ich glaube hier rein sogar. Ja, das sieht gut aus. So, lassen wir den mal starten. Was gibt's denn? Knarre wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, yep, alles klar. Dann viel Spaß, Ayet. Fürs Reinschauen. Bis denn. So, naja, wir haben noch ein bisschen mehr. Ja, trau niemandem in der Dunkelheit. Ein bisschen. Bisschen mehr an Dings da. Bisschen mehr an Batterien, aber halt die Granaten werden langsam wirklich. Machen sich gerade ins Polizeiwagen. Von daher sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich da hinkomme. Dann ein bisschen auffrischen kann. Na, habt ihr was Schönes da? Ja. Ich glaube, die kann ich gleich auch schon wieder benutzen. Aber ja, ich finde es halt echt interessant gemacht, dass halt so jedes Kapitel ein bisschen an. Also nicht immer, du rennst halt rum und ballerst Gegner weg, sondern du hast halt jedes Mal fehlen dir halt irgendwelche Waffen und du kriegst halt dann neue Sachen. Die haben da echt mit den Spielmechaniken schön variiert. Freut mich, freut mich.
So, das sieht mir hier nach... Ja. Ah, da war die Radiostation. Nach Radiostation aus. Dann... Ja, wir haben noch ein paar Granaten. Gucke ich einmal kurz, aber... Ja, ich befürchte, hier gibt es nichts mehr zum Mitnehmen vorerst. Nee. Wartet ja jemand auf uns. Gute Nacht. Ich muss zugeben, ich mag die Brillengranaten. Die sind echt super effektiv. Und bisher wurden wir auch noch einigermaßen gut bestückt damit. Dass sie jetzt nicht so extreme Mangelware sind. Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Warum schert sich die Polizei um die Wohnwagensiedlung? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich. Wir hören dir gleich weiter zu, Madämchen. Ich will erst noch gucken, ob ich noch was mitnehmen kann. Aber ich glaube, die Thermosflasche war hier erstmal das... Einzige, was hier so rumfliegt. Ja, aber so wie es aussieht, wird das hier jetzt wieder eine Fahrsession. Da geht's nicht weiter. Da hinten war es, glaube ich, auch. Ja. Einigermaßen abgeschlossen. Das Gebiet. So, erstmal die Kanne hier umrennen. So. Aufmachen, Polizei. Da können wir leider nicht rein. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Nee, ist er nicht, weil die Türen zu sind. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah ja. Hi. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich krieg sie schon noch, und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, sie kapieren schon, H.P. Lovecraft. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Ja, das kann auch sein. Vielleicht haben sie die nochmal auch... Also, die haben ja, glaube ich, da auch Leute gecastet für. Aber vielleicht haben sie ja dann auch wieder irgendwelche alten Models aus Max Payne oder so genommen. Die weiter verwurstet. Da haben wir noch eine Seite angetackert. Sehr schön. Ist die jetzt wieder... Ja. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen. Doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Ach, der Arme. Darf einfach nicht so rumballern, wie er will. Ich
frage mich, ob ich jetzt einfach zwischen den Leuchtfackeln auch mal wechseln kann. Tschüss. Ich glaube, jetzt sollte ich aber langsam mal wieder eher auf Leuchtfackeln gehen, ne? Ich glaube, die Granaten werden so langsam Mangelware. Ah! Oder so. Gut, dann nehme ich mir, glaube ich, die Granaten jetzt für Notfälle eher auf. Durchgeladen ist er. Sehr schön. Nett, dass mir direkt zu Heim geleuchtet wird. Zack, ich kann mal Batterien wechseln, bitte. Ups. Oh, das ist gerade knapp, sehe ich. Dann laden wir uns direkt mal im Licht wieder auf. So gut geht's uns jetzt tatsächlich nicht mehr. So, sehr schön. Also, ob wir auch noch irgendwann ein Gesundheitsupgrade kriegen. Da habe ich bisher halt noch nichts gefunden. Ich soll, glaube ich, tatsächlich erst schießen, wenn die verwundbar sind. Sonst ist es absolut nur Munitionverschwendung. Und so viel Munition haben wir halt doch nicht. So, da sind wir, glaube ich, rüber. Das heißt, ich gucke erstmal da oben nach. Aber da ist, glaube ich, echt nur Knoddel. Scheint zwar relativ allein zu sein. So, jetzt aber unbar. Jetzt können wir dich wegschießen. Allerdings haben wir noch einen Schuss. Ich hoffe ja mal, das lohnt sich hier hochzurennen, mein liebes Spiel. Das ist irgendwie, keine Ahnung, einen Flammenwerfer gibt oder so. Oder eine Maglite. So ein Stadionfluter. Wahrscheinlich müssen wir hier einfach später noch hin. Ich bin jetzt eben viel zu früh. Obwohl, die Wapper zum Zugdepot, ich glaube, da sind wir sogar, oder? Hm? Könnte das sogar die richtige Gatling Light, genau. So ein drehender Mechanismus, wo halt von Taschenlampen dran montiert sind. Ah ja, ich glaube, da ist tatsächlich eine. Ja, muss kann, okay. Ich schätze tatsächlich, glaube ich, dass wir einfach noch später hin müssen. Ah gut, jetzt sind wir halt schon mal da. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Versorgung. Ah. Noch eine Seite. Das war es aber tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, so wirklich gelohnt hat sich das, glaube ich, nicht.
Einen Schuss haben wir halt noch. Ah genau, hier können wir dann durchwechseln. Na gut, notfalls nehmen wir die Leuchtfackeln. Ach, die Füße. Husch. Die wird nicht gevögelt. So, die Batterien gehen aber auch so langsam mal zur Neige. Tja. Man kann nicht alles haben, Strangey. Phasen durchgekommen. Aber wir haben sie, glaube ich, gut dezimiert. Ich glaube, die könntest du natürlich auch zweckentfremden, die Lampe. So ist es ja nicht. So, Hinweise gibt es hier leider auch nicht. Allerdings hier wahrscheinlich gleich wieder neue Gegner. Dann, so geheilt sind wir. Gut. Einmal kurz in Sicherheit. Dann rennen wir halt einfach mal hier rüber. Ah ja, sehr schön. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Das ist doch nett. Kann ich die mitnehmen? Kann ich das Auto eigentlich nehmen? Das sieht doch relativ fit aus. Ah, es wird aber hier langsam mit der Munition und den Waffen. Sehr gut. Oha. Du kannst meine Blendgranate sehen. Hui, zwei ausgewichen. Ja, wie gesagt, das mit dem Ausweichen. Ich glaube, ich hebe mir die gerade noch ein bisschen länger auf. Jetzt sorgt mal dafür, dass das Ding hier länger anbleibt. Zack. Und los. Wir sind also 1, 2, 3, 4, 5. Das war schon etwas erfolgreicher. Gute Nacht. Puh. Okay. Gut gegangen. Ein Hoch auf die Blendgranaten. Licht kann man ihnen schaden.